Herzlich willkommen zu den Client Management Basics. Mit ACMP von Argon zeige ich Ihnen jetzt, wie Sie in kürzester Zeit Dateien, zum Beispiel eine Portable App, verteilen können. Als erstes generieren wir hierfür ein neues Client-Command, wo wir auf der Client-Skript-Seite erst einmal die Portable App in das File-Repository hochladen. Hier habe ich mich für den VLC Media Player als Portable-Version entschieden. Diese Datei ist nicht, oder dieser Ordner ist natürlich etwas größer, deswegen spule ich hier jetzt gerade mal. Man sieht ja unten rechts auch, die Sekunden vergehen etwas schneller. Deswegen haben wir die Uhr ja auch drin, dass Sie wirklich sehen, wie lange haben wir reell gebraucht. Und wenn dann gleich alle Dateien natürlich hochgeladen sind, können wir dann auch sagen, wir wollen den gesamten Ordner herunterladen, VLC, und den dann gerne unter Program Files zum Beispiel abspeichern. Sagen okay. Und jetzt wollen wir natürlich noch für die Mitarbeiter einen Shortcut auf den Desktop generieren, damit VLC dann auch verwendet werden kann. Create Shortcut. Sagen wir hier, welche Beschreibung soll es haben? VLC, die Kommandozeile ist dann entsprechend Program Files, VLC und VLC Portable Exe. Der Ort ist natürlich im Startmenü, kann ich auch noch einen Link platzieren. Ich möchte es jetzt hier aber erstmal auf dem Common Desktop entsprechend platzieren und kann das dann mit OK bestätigen. Ausführen, tue ich das Ganze jetzt auch nochmal, gucken, ob er es richtig runterlädt und den Shortcut auch passend erstellen kann. Das Herunterladen dauert jetzt natürlich auch nochmal einen kleinen Moment. Hier haben wir jetzt nicht gespult, sehen Sie ja unten, Zeit vergeht wieder normal. Und da sollte er jetzt auch gleich, denke ich, aber mit dem Download durch sein. Das dauert nicht ganz so lang wie das Uploaden. Ja, sehen wir, ist komplett fertiggestellt. Gucken wir noch, könnte einen Link auch erstellen. Ja, und in 15 Sekunden hätten wir auch dann entsprechend das Ganze auf dem Rechner getestet und verteilt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie weitere Fragen zu diesem Thema haben und sich das ACMP genauer anschauen und testen möchten, stehen meine Kollegen und ich Ihnen gerne zur Verfügung.